Oratal-Hettingshausen, ein kleines Dorf am Rande des Burgwaldes, gegründet 1694 von den Familien Isaac Buchsein, Pierre Fonja, André Canel. Der Vater von Isaac Buchsein verließ wenige Jahre zuvor Frankreich. Er flüchtete vor der katholischen Verfolgung und auch vor der Verfolgung durch den Staat. Er war Hugenotte und somit evangelisch. Die Hugenotten wurden in Frankreich massiv verfolgt. Diese drei Familien und deren Nachfahren fanden in diesem kleinen idyllischen Dorf ein Zuhause.